willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Das ist Link, ich bin Yuzuna und Bob ist auch noch da. Wir haben gerade den Käse abgegeben und ich lasse Bob wieder nicht zu Wort kommen. Ja, das ist wieder mal typisch. Ja, da hat, ich glaube, Renchi und Dendemoy haben sich da auch drüber aufgeregt. So. Ich könnte jetzt was sagen, aber das gehört hier nicht hin. Sehe ich genauso. Oh, Link, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich in dem Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer, gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Es ist hier, wo das Zeichen ist. Wow. Das Wir haben im Eingangsbereich noch eine Kiste. Oh, da ist die Tante. Wir haben ganz viele Kisten noch. Gucken wir mal, dass wir noch Kisten finden. Dort muss er sein, ganz sicher. Geh doch bitte noch einmal. Dorthin. Ja, nee. Aber nur dieses eine Mal. Ich will da nochmal hin. Ich glaube, da ist nämlich. Warte mal. Und im Zweifel einfach erstmal mit dem Kopf durch die Wand. Die ist da. Dahinter. Ach ja. Na, schau mal einer, guck. Endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich. Schön, dich zu sehen. Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns nun schon wieder getroffen haben. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst. Jederzeit. Und die Tante. Yay. Ich wollte schon fragen, was ist das denn für ein Vogel? Und natürlich kann Link keine Krüge stehen lassen. Nee, ich kann hier drin nur gerade kein Schwert benutzen. Rubina! Oh, wie ein geiles Stück, du. Ja, klar. Ich habe schon ganz viel ausgegeben. Das ist auch immer alles, was sie will. Das stimmt überhaupt nicht, aber ich habe eine magische Rüstung, die mich unverwundbar macht, aber dafür meine Rubine frisst. Sounds like Supersonic. So. Ich glaube, hier ist noch irgendwo eine Kiste. Gucken wir uns mal. Kam der nicht gut? Nicht so ganz. Finde ich schade, ich fand den toll. Ich höre was. Da sind noch überall Räume. Wie komme ich darüber? Vielleicht mit dem Haken? Das wäre eine Idee, mal zu gucken, ja. Oh! Geh weg! Nein! Ah ja, gut, war nur die Suppe. War der falsche Knopf. Wohl doch nicht mit dem Haken. Vielleicht auf der anderen Seite? Nö. Wirklich. Ist dann noch eine Tür eine Etage höher? Ah, sag mal, bin ich behämmert? Ups. Auf jeden Fall bin ich runtergefallen. Aber hier sind noch Figuren. Rüstung. Geh kaputt! Doppelt hält besser! Ja, krasse Nummer. Oh, da ist was hinter. Eine Kiste! Yay! Okay, Rüstung kaputt machen lohnt sich. Hey, noch ein Stempel! Okay, zwei Stempel in diesem Dungeon habe ich gefunden, aber... Die Stempel waren wofür nochmal? Nur fürs Miiverse, ne? Ja. Ich glaube, so war das. Aber ich habe noch nicht ein Herzteil gefunden, ne? Das ist doch merkwürdig. Ein Geist. Reiß ihn die Seele aus dem Leib. Ja, wenn er mich nicht wieder trifft, aber das macht er prinzipiell einmal. So. Das heißt, wir haben hiervon schon mal 2 von 3 in diesem Dungeon. Sehr gut. Okay. Ein Problem weniger. Da ist eine Kiste. Ich habe sie genau gesehen. Da sind bestimmt Rubine drin. Oh. Yay. Oh, oh. Gesundheit. Ah, danke. Ja, Birke blüht wieder. Ich bin nicht erkältet. Wie zur Hölle kam ich da oben nochmal hoch? Meine Fresse, es kann nicht so... Durch eine der äußeren Türen wahrscheinlich. Vielleicht ist ja irgendwas zum Greifen hinter dem Eisblock, aber ich weiß gar nicht, ob der Morgenstern so weit reicht. Ich glaube, ich komme da einfach anders hoch.
Na, was haben wir denn da? Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Wie komme ich da rüber? Oh, da ist garantiert... Bottomless Pit. Wie mache ich das? Du stehst ein bisschen weit vorne. Scheiße! Ja. Das gibt's doch nicht. Da ist aber... Nee, das nicht. Das ist ein einzelner Raum, oder? Karte. Sieht zumindest so aus. Wie? Oh, ich hänge ja schon wieder. Nein, Mann! Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Wie komme ich denn da rüber? Die Klappe mit einer. Die lässt sich auch gut gehen, sich die ganze Zeit von Link tragen lassen. Wie zur Hölle? Komme ich da? Kann ich mich daran irgendwo rüberziehen? Sieht nicht so aus. Raff ich nicht. Den Kisten kannst du wahrscheinlich auch nicht machen, ha? Nein. Hä? Im Zweifel einfach mal schwingen. Ob ich da von dem anderen Raum hinten irgendwo was freisprengen kann, eventuell? Wäre vielleicht eine Option. Was anderes fällt mir ehrlich gesagt auch nicht ein. Okay, schauen wir das dann einfach mal. Ich sollte ja, glaube ich, eh durch die Tür durch. Also von daher... Gucken wir mal. So, das ist direkt nebendran. Da muss es doch irgendwas zum Sprengen geben. Oder auch nicht. Geh weg. Sieht nicht ganz danach aus. Irgendwie nicht, ne? Ja, das gibt's doch nicht. Au. Okay, ich muss auf jeden Fall wahrscheinlich mit irgendeiner... Ah. Abkürzung. Yay! Ich muss da eine Kugel hinbringen. Die Frage ist, warum? Weil der frostet mich doch. Das Alter, ich hab's ja heute, ne? Käfig, dass da ein Käfig drumrum ist, kannst du den ja auch nicht kaputt machen. Wenn die Session hier vorbei ist, dann hat Link Kopfschmerzen. Das hat er irgendwie immer, wenn er mit dir spielt. Ja, toll. Wir haben es auch schon. Wir haben jetzt auch schon gute Stunde aufgenommen, bald. So. Ich glaube, ich muss durchrennen. Oder ich versuche mal durchzurennen. Wenn der auf... Wenn der wieder... Ach ja, okay. Gut, verstanden. Da würde ich mal sagen, kriegt er erstmal glatt eins aufs Maul. Na, wenn ich dann da hinkomme. Oh. Nee, warte, das muss schneller gehen. Na komm. Komm. Geh doch. Und die Iso macht wieder alles kaputt. Na, aber klar. So, und irgendwo hier. Das fehlt mir so ein bisschen, dass du gegen die Wand hauen kannst, um rauszufinden, ob da irgendwo ein Durchgang ist, ne? Ich überlege gerade, in welchen Spielen waren das alles. Auf alle Fälle in der Link to the Past. Diversen anderen Zelda-Teilen auf jeden Fall. Nein, das sind die falschen Bomben. Nehmen wir mal die. Ich habe keine Ahnung, wie ich sonst darüber kommen soll, ne? So schon mal nicht. La la la, hier werden sie runterrollen, befürchte ich. Ne, doch nicht. Okay, hier bin ich schon zu weit weg. Komme ich da rein? Wahrscheinlich schon, und wenn ich dann da drinnen bin, komme ich nicht mehr raus. Computer sagt nein. Also lassen wir das auch gleich mal.
Was ist denn noch so ein Vieh? Was ist denn da das Teil? Schnell zurück. Na komm. Du auch. Zack. Stimmt, es wäre ja auch grausam, ihn allein da zu lassen. Klar. Okay, mit der muss ich dann irgendwas machen. Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Warum ist da was zum... Ah. Ah. Falsche Taste. Na, das sieht doch sehr, sehr verdächtig aus. Okay. Ja, vor allem, weil wenn du auf die Karte guckst, wir genau über der Kiste sind. Tada! Ist bestimmt ein Herzteil drin. Gib mir das Herzteil! Haha! Erstes! Dun, 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 dun. Ja, den Ingame-Sound hast du ja leider nicht, aber... Nö, ich mach mir meine eigenen Sounds, wenn es drauf ankommt. Okay, jetzt muss ich da diese blöde Kugel hoch... Aber wo muss ich die lang stoßen? Na gut, das finde ich schon raus. Erstmal eine ruhige Kugel schieben. Aber so sieht's aus. Na, erstmal müssen wir sie da hochbringen. Also ich würde glatt sagen, Link braucht definitiv kein Fitnessstudio. Ach Quatsch, der nicht, nein. Der definitiv nicht. So. Ups. So. Lop. Es geht ja nur eine Richtung, in die wir die schießen können. Also von daher... Muss es ja da lang sein, ne? Falsche Taste. Sieht zumindest ganz danach aus. Ja, aber... Das hat ja jetzt sehr viel gebracht. Ich muss die... Ups. Ich muss die Kästen da vorher wegmachen. Ja, genau. Fall runter, ne? Aber wie kriege ich denn die Blöcke da weg? Muss ich die wegziehen? Nee, warte. Ja doch, aber hä? Von der anderen Seite wahrscheinlich, aber wie willst du da hinkommen? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ha. Ich glaube, ich weiß, wie ich hinkomme, aber uns fehlt ein Schlüssel dafür. Wollte gerade sagen, ohne Schlüssel ist ein bisschen schlecht. Ich habe gedacht, der macht die Tür jetzt auf. Das wäre jetzt gewesen, ey. Aber hier geht's ja noch weiter. Wahrscheinlich finden wir da den Schlüssel. Es wäre zumindest hilfreich. Ah, ich weiß, wo wir sind. Hey du! Batsch! Frei nach dem Motto, dreh dich mal um! Look behind you! Okay, oh, da jetzt rüberkommen, ne? Da könnte der Schlüssel drin sein. Schwing das Ding! Hopp! Na komm. Du mich auch. Yay, ein Schlüssel. Es tatsächlich ist so einfach. Das Rüberspringen, das ist lustig. Das ist ein sehr, sehr seltsamer Kronleuchter. Ich habe echt gedacht, hier oben ist das... Ach nee, warte. Wir sind ja gar nicht im Hauptraum. Ha! Gedanklich im falschen Raum gewesen. Sind die jetzt wieder da? Nee, sind sie nicht. Okay, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Blöcke da weg und können dann einmal rüberschießen. Warum machen wir das nicht mit dem Eis weg? Das Eis einfach mit dem Morgenstern weg? Warte, jetzt sind wir im Hauptraum. Ha! Ist das eine Eisfledermaus? Das ist auch schon mal erledigt. Ja, das sind, glaube ich, sogar zwei. Falsche Taste. Gott sei Dank, ich würde dich mal wegschmeißen, wenn ich du wäre. Warte. So, jetzt. La 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 la. Einmal. Zweimal. So. Ich liebe den Bogen. Nein. Ich wollte sagen, dem auch noch mal eine mit dem Morgenstern mitgeben. Hopp. Tu mich auch. Aber
Das will ich nicht. Nicht? Nein. Was schwebt dir denn schon wieder vor? Das da. Aha. Ich muss nur warten, bis es anhält. Und dann schnappe ich mir da hinten die Kiste, die unter Garantie ein Herzteil ist. Ich höre eine Fledermaus. Oder auch nicht. Nicht hast du schon Halluzinationen. Scheiße! Das ach, hat nicht fuck ganz off! Jetzt muss ich den kompletten Weg wieder hochlatschen. Boah. Okay. Soweit war es ja nicht. Nam nam nam. Ja, genau. Nam nam nam. Ich krieg auch langsam Hunger. Aber hey, egal. Also in der Regel bin ich mit meinen Gästen in anderthalb Stunden im Dungeon durch. Ja, überhaupt. Normalerweise. Aber du bist ja jetzt mit mir unterwegs, da ist nichts normal. Das stimmt. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ich denke, das liegt im Auge des Betrachters und kommt ganz auf die Situation drauf an. Ja, dann? Die sind ja schon wieder da, die Drecksviecher. Der war nix. Eins. Zwei. So. La 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 la. I feel pretty. Da, 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 da. Der Insider unter Filmfreunden. Die Wutprobe, sie war Film. So gut. Wir haben schon lange keinen Film mehr zusammen gesehen, fällt mir ja, ein. Ja, wie auch. Ich wohne 600 Kilometer mittlerweile von dir weg. Tja. Das ist natürlich nicht so schön. Hab ihn. Hab ihn. Wuhu! Jawohl! Zweites Herzteil gefunden. So, beide Stempel, beide Herzteile. Jetzt kann ich runter. Batsch. Alles klar, jetzt geht's mir gut. Jetzt rennen wir zwar den Weg nochmal, aber vorher machen wir einen kurzen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Twilight Princess HD. Ciao! See ya!